Ilani Rabutu, Sha'ani, Uerserti, Kinish, Lipal, Sushuma, Balta, Umi, Madati, Shanati, Tochti, Nushi, Oa. In der Altorientalistik sollte man jede Sprache, die in Keilschrift geschrieben wird, einmal gelernt haben. Und man spezialisiert sich dann auf ein oder zwei oder drei. Ich habe Hethitisch, Urartäisch, Hurritisch gelernt, Mittelägyptisch und Koptisch, Akkadisch-Sumerisch auf jeden Fall und von den modernen Sprachen dann Französisch und Englisch und Latein, Altgriechisch auch noch. Ich habe bestimmt was vergessen. Ich war als Jugendliche im Louvre und bin mit den Hieroglyphen in Kontakt bekommen und war da eigentlich so fasziniert. Habe dann auch einfach zum Spaß welche gezeichnet und wollte das unbedingt lesen und habe mir dann einfach Wörterbücher gesucht und das mir dann selber beigebracht. Das ist eine Quittung aus der Ur-3-Zeit, also aus dem 21. Jahrhundert vor Christus. Da geht es darum, dass Waldarbeiter Holz- und Schilfprodukte einliefern. Wenn ich einen Text bearbeite, dann mache ich eine Kopie, eine Übersetzung und eine Einordnung des Textes in den Kontext. Und die dann im Prinzip so, dass jeder damit auch was anfangen und weiterarbeiten kann. Das ist mir wichtig. Ich beschäftige mich jetzt so nach der Dissertation vor allen Dingen mit Urkunden, Rechts- und Wirtschaftsurkunden aus Babylonien, Südirak und versuche da einfach dieses dunkle Zeitalter, wie das manchmal bezeichnet wird, aufzuarbeiten und da einfach ja, was zu bewegen. Und mein Traum wäre eigentlich, wirklich mal bei einer Ausgrabung als Grabungsphilologin im Irak dabei zu sein. Wenn man sich zum Beispiel in den Kopf setzt, alle Inschriften einer gewissen Gattung zu bearbeiten, dann braucht man außer Textverständnis, Kreativität und Genialität halt auch Ausdauer, Fleiß, ein gewisses Durchhaltevermögen und eine unglaubliche Hartnäckigkeit. Also mein Traum ist natürlich eine Professur. Aber so wissenschaftlich gesehen möchte ich eigentlich möglichst viel erschließen, aber auch das durch Ausbildung eben an Leute weitergeben, dass sich mehr Leute dafür interessieren. Also ich bin eigentlich am glücklichsten, wenn irgendwelche Puzzleteilchen, ich die zusammenfügen kann und wenn sich daraus ein neuer Blick auf das Gesamtbild ergibt und wenn durch meine kleine Arbeit sozusagen unser Bild auf das große Ganze sich ändert. Das macht mich am glücklichsten.